Hallo zu einer neuen Ausgabe der UV-Video-Wochenschau. Lohner Bürgermeister startet politische Debatte um einen muslimischen Friedhof. Dieser könnte in Teilbereiche untergliedert werden und so auch einen Friedwald oder alternative Bestattungsform ermöglichen. Eine Informationsfahrt zum kommunalen Friedhof in Ibbenbüren wurde bereits unternommen. Die Polizei Kloppenburg-Vechta gibt Tipps zum Schutz vor Fahrraddiebstählen. Etwa 1400 Fälle registrierte die Polizei im vergangenen Jahr. Wichtig ist zum Beispiel, das Rad kodieren zu lassen. Die Daten können in einem Fahrradpass festgehalten werden, den es auch als App gibt. Und es gibt einen neuen Hofblick. Dieses Mal erklärt uns Tierärztin Dr. Siemers aus Steinfeld, was es mit der Antibiotika-Datenbank auf sich hat. Das Video findet ihr auf der Facebook-Seite der UV oder auch auf unserem YouTube-Kanal. Und an diesem Wochenende ist in Steinfeld Frühjahrskirmes. Dabei gibt es unter anderem am Samstag ab 13 Uhr einen Flohmarkt auf der großen Straße und Sonntag ist außerdem verkaufsoffen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.